meine lieben Geschwister im Islam, was ist die Rolle der Jugend in der deutschen Gesellschaft? Hierüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wir sind alle ohne Ausnahme die Träger einer Botschaft. Jedoch, weil ich nicht weiß, was das eigentliche Ziel ist, was ich hier eigentlich zu tun habe, wo ich eigentlich hin möchte, was ich erreichen möchte, wenn das Ziel und die Botschaft nicht klar und deutlich sind, dann werde ich sie auch nicht erfüllen können. Und aus diesem Grund möchte ich heute insha'Allah ta'ala gerade über die Jugend sprechen und ihre Aufgabe und Rolle. Weil die Jugend, meine lieben Geschwister im Islam, in jeder Gesellschaft und an jedem Ort dieser Welt und zu jeder Zeit immer eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Die Jugend ist eine Zeit der Kraft und Energie. Die Jugend ist eine Zeit der Dynamik. Die Botschaften, sie werden immer auf den Schultern der Jugend getragen und verkündet und verbreitet unter den Menschen. Und aus diesem Grund, meine lieben Geschwister im Islam, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ. Und an Musa glaubte nur eine kleine Gruppe von jungen Leuten, Dhurriya, Nachkommenschaft. Aber die Mufassirun, die Koran-Exegeten, haben gesagt, es war eine neue Generation gewesen. Eine Generation mit neuer Kraft und Energie. Junge Menschen, obwohl sie Angst hatten vor Pharao und seiner Schar, aber sie haben ihn befolgt. Über Ibrahim alayhi salam sagt der Koran, als er über die Geschichte spricht, dass Ibrahim alayhi salam die Götzen zerstört hat, sagt der Koran, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Sie sagten, als sie sich wunderten, wer hat unsere Götzen zerstört? Am Festtag sagten sie, wir haben einen Jüngling, einen jungen Mann, der noch im Alter der Jugend ist, gehört, dass er abfällig über sie redet und er als Ibrahim bezeichnet wird. Wir sehen also, die Jugend, sie spielt eine ganz besondere Rolle, sonst hätte sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht extra hervorgehoben. Und deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in Surat al-Rum, Allahu alladhi khalaqakum min da'f. Allah ist es, der euch in Schwäche erschaffen hat. Als kleine Kinder sind wir schwach und abhängig von den anderen, von unseren Eltern, von der Gesellschaft. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Und nach dieser Schwäche verleiht Allah ta'ala dem Menschen was? Kraft, die Zeit der Jugend. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Und nach dieser Zeit und Phase der Kraft verleiht Allah ta'ala dem Menschen wieder was? Schwäche und graues Haar. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Allah ta'ala, er erschafft, was er möchte. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Und er ist der Allwissende, der Allmächtige. Wir sehen, wie Allah ta'ala diese besondere Zeit in den Vordergrund gestellt hat. Und nicht nur Allah ta'ala, sondern auch unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sich dieser Tatsache bewusst gewesen ist und der um sich herum fast ausschließlich, insbesondere zu Beginn des Islams, Jugendliche hatte. Ja, selbst die Ältesten sind noch junge Männer gewesen, wie Abu Bakr al-Siddiq, der gerade einmal, als er Muslim geworden ist, 37 Jahre alt gewesen, weil er gehörte schon zu den Älteren. Da sehen wir, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wurde gestützt durch Jugendliche. Und aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns darauf hingewiesen, wie wichtig diese Zeit ist. Indem er mir nicht gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam,
اغتنم خمسا قبل خمس. Nutze fünf vor fünf. Und einer dieser fünf Dinge, welche wir nutzen müssen, bevor etwas anderes eintritt, ist شبابك قبل هرمك. Und deine Jugend vor deinem Alter. Und wenn du das tust, Allahu Akbar, dann wirst du bei Allah Ta'ala die höchsten Stufen erlangen. Allah wird dich lieben. Allah Ta'ala, er wird dich am jüngsten Tag um Stufen erhöhen. Allah Ta'ala, er wird dich auszeichnen am jüngsten Tag. Ja, wodurch wird er dich auszeichnen am jüngsten Tag? Dann, wenn alle Menschen und alle Geschöpfe der Hitze der Sonne ausgesetzt sein werden, welche, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nur eine Meile von den Köpfen der Menschen entfernt sein wird. Und manche mögen sich jetzt fragen, man müsste doch verbrennen, man müsste doch sofort auf der Stelle verglühen. Würde man auch normalerweise. Jedoch, an diesen Tagen gibt es keinen Tod mehr. Selbst wenn sich die Menschen den Tod wünschen werden. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Und der Tod, er wird von jedem Ort kommen, von jeder Seite kommen. Aber er ist nicht tot. Der Mensch wird sich wünschen, oh Allah, lass mich sterben, aber er kann nicht sterben. Weil es unerträglich sein wird. Und jetzt kommt wer? Der Jugendliche. Der seine Zeit im Gehorsam seines Herrn. Der seine Zeit für den Islam. Der seine Zeit für seine Religion. Der seine Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala aufgeopfert hat. Und so gelebt hat, wie es Allah ta'ala von ihm verlangt hat. Obwohl die Menschen um ihn herum und die Jugendlichen um ihn herum vielleicht ganz anders leben. Aber es ist ihm egal gewesen, weil er nämlich seine Aufgabe im Leben verstanden hat. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn, dass er, während die Menschen der Hitze der Sonne ausgesetzt sein werden, im Schatten Allahs steht. سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. Sieben Personengruppen werden am jüngsten Tag im Schatten Allahs stehen. An jenem Tage, an dem es keinen anderen Schatten geben wird, als den Schatten Allahs. Und die zweite Personengruppe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gleich nach dem gerechten Herrscher erwähnt, dessen Rolle die meiste Auswirkung auf die Gesellschaft hat und deswegen der Prophet ihn auch an erster Stelle erwähnt hat, kommt gleich die zweite Personengruppe, welche nach dem gerechten Herrscher die meiste Auswirkung hat. Nämlich, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. Und ein Jugendlicher, der im Gehorsam seines Herrn aufgewachsen ist. Allahu Akbar. Es ist unglaublich, wie wichtig diese Zeit ist. Und deswegen wird Allah Ta'ala am jüngsten Tag, obwohl er dich allgemein über dein Leben befragen wird, jeden Einzelnen von uns wird er allgemein über dein Leben befragen, wird Allah Ta'ala einen jeden von uns ohne Ausnahme, einen jeden von uns ohne Ausnahme, wird Allah Subhanahu Wa Ta'ala noch einmal nach seiner Jugend befragen und du wirst dich nicht von der Stelle bewegen können, bis du nicht eine Antwort gibst. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La tazulu qadama abdin yawm al-qiyama, hatta yus'ala an arba'i khisam. Die Beine des Menschen, die Beine des Sohnes Adams, sie werden sich am jüngsten Tag nicht von der Stelle bewegen, bevor er nicht über vier Dinge befragt werden wird. An umrihi fima afna, über sein Leben, wie er es verbracht hat. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبَلَاهُ, und seine Jugend, was er aus ihr gemacht hat. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ, und über sein Vermögen, wie er es sich angeeignet hat und erworben hat und wie er es ausgegeben hat. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ, und über sein Wissen, was er daraus gemacht hat und damit gemacht hat. Allahu Akbar. Da sehen wir, wie wichtig die Jugend ist. Was ist aber jetzt unsere Aufgabe? Und die meisten von uns, mashallah, die ich hier sehe, die meisten von uns sind noch im Alter der Jugend. Und die Jugend im Islam geht bis zum 40. Lebensjahr. Also jetzt mag jemand, der schon 35 Jahre alt ist, sagen, ich fühle mich heute nicht angesprochen. Nein, bei Allah. Ein jeder von euch ist heute angesprochen. Selbst unsere älteren Geschwister sind angesprochen. Warum?
Weil es nämlich ihre Aufgabe ist, ihre Kinder nach dem zu erziehen oder ihre Enkel, wenn sie schon ein höheres Alter erreicht haben, ihre Enkel danach zu erziehen, dass sie, insha'Allah ta'ala, ihre Aufgabe erfüllen können. Also dementsprechend spricht die Khutba heutzutage jeden an, ohne Ausnahme. Was ist jetzt unsere Rolle? Worauf kommt es an? Worauf muss ich achten? Die allererste Sache, liebe Geschwister im Islam, eine große Herausforderung für uns Muslime in dieser Gesellschaft, gerade in dieser Gesellschaft. Der erste Aspekt ist, und die erste Aufgabe ist, dass wir zu unserem Glauben stehen und unseren Glauben bewusst praktizieren. Viele Jugendliche heutzutage, wahrscheinlich nicht diejenigen, die hier sitzen, aber viele andere in den Schulen, an den Universitäten, an den Ausbildungsstellen, viele von ihnen schämen sich für ihre Religion. Sie trauen sich nicht, den Islam nach außen hin zu leben. Sie verstecken sich mit ihrem Glauben. Warum? Weil sie ihren Glauben nie bewusst gelernt haben. Und deswegen der erste Aspekt, worauf wir Acht geben müssen, ist, dass ich zu meinem Glauben stehe. Allah Ta'ala, er sagt im Koran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Und wer sagt bessere Worte als jemand, der zu Allah einlädt? وَعَمِلَ صَالِحًا. Und rechtschaffen handelt. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Und sagt, ich bin einer, der Gott ergeben. Ich bin ein Muslim, ich stehe zu dem. Allah, das ist es, was wir erreichen möchten. Wir wollen eine Jugend, welche weiß, warum sie Muslim ist. Welche weiß, warum sie Muslim ist und nicht Atheist ist. Welche weiß, warum sie Muslim ist und nicht Christ ist. Welche weiß, warum sie sich für den Islam entschieden hat. Ja, welche, wenn sie keine muslimischen Eltern hätte, sich für den Islam entschieden hätte. Solch eine Jugend wollen wir haben. Wir wollen eine Jugend wie Abu Dharr, Al-Ghifari, radiyallahu anhu wa arda'ah, der zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam, am Anfang der Da'wah, am Anfang der Verkündung des Glaubens, und dann den Islam annahm, aus vollem Bewusstsein und mit absoluter Gewissheit, und dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprach, O Gesandter Allahs, wallahi la asrukhanna biha bayna dhahrani. Bei Allah, ich werde es vor den Leuten in Mekka, und es war doch die Zeit gewesen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Islam versucht hat, geheim zu predigen. Bei Allah, ich werde vor allen Leuten in Mekka sagen und verkünden, dass ich Muslim bin. Und was macht er? Er geht zur Kaaba und er ruft, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und als er das ausruft, kommen die Quraysh zu ihm, fangen an, auf ihn einzuprügeln, bis Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib kommt und sie von ihm abhält und sagt, wollt ihr etwa einen Mann von Rifar töten, obwohl eure Handelswege über ihre Wohnstätte gehen? Aber Abu Dharr al-Ghifari, er wäre nicht Abu Dharr, wenn er es nicht noch einmal tun würde. Am nächsten Tag geht er noch einmal zur Kaaba und verkündet ein weiteres Mal, vor allem, dass er ein Muslim geworden ist. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allahs ist. Und wieder wird er geschlagen und wieder hält Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib die Quraysh davon ab, ihn zu töten. Wir wollen Schwestern haben, liebe Geschwister im Islam. Junge Schwestern, welche zu ihrem Glauben stehen. Wie Sulaym, radiyallahu anha. Als Abu Talha al-Ansari, und er war zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim gewesen, zu ihr kommt, um ihre Hand anzuhalten. Sie aber zu ihm sagt, mit vollem Bewusstsein, so jemand wie dich, wird normalerweise nicht abgelehnt. Jedoch, ich bin Muslime und du bist Kafir. Du bist nicht Muslim, hast den Islam noch nicht angenommen. Also kann ich dich nicht heiraten. Guck mal, wie sie zu ihrem Glauben steht, ganz klar. Von vornherein. Das ist die Grenze. Das ist mein Glaube und mein Glaube steht über alles, obwohl
obwohl ich gerne mit solch einem Mann wie dir heiraten möchte. Aber dann sagt sie zu ihm, und sie hat ihre Botschaft verstanden. Sie ist jung, sie will heiraten, ein junges Mädchen. Und sie sagt dann zu Abu Talha, aber es gibt doch eine Chance. Und zwar welche? Wenn du bereit bist, den Islam anzunehmen, dann brauchst du mir nicht einmal eine Brautgabe, ein Mahr zu bezahlen. Weil der Islam ist dann die Brautgabe für mich. Und er nahm den Islam an. Aufgrund ihrer Worte, und die Sahabe sagten, es gab keine schönere Brautgabe als die Brautgabe von uns, von Abu Talha al-Ansari für Umm Sulaym. Allah. Wenn ich zu meinem Glauben stehe, wenn ich bewusst meinen Glauben praktiziere, dann schäme ich mich nicht für meinen Glauben. Ganz im Gegenteil. Ich stehe zu ihm überall, wo ich bin. Wir wollen Leute haben, wie dieser jugendliche Wüstenaraber, Rabi ibn Arif, der gegen die Streitkräfte der Perser gekämpft hat in der Stadt von Al-Qadisiyya. Und dann Rustum, der Feldherr der persischen Streitkräfte, sie rufen lässt und Sa'd ibn Abi Waqqas, Rabi ibn Amir zu ihnen schickt. Ein junger Wüstenaraber, der vielleicht nicht mal lesen und schreiben konnte, der aber die Botschaft des Islams verstanden hat, weil er den Glauben bewusst praktiziert hat. Und der vor allen Menschen, selbst vor solch einem gewaltigen und mächtigen Mann, sich zum Glauben bekannt hat. Und er kommt zu ihm, er hat ein Speer in der Hand, er reitet mit seinem Reittier in das Zelt von Rustum hinein, steigt herab, bindet sein Reittier an einem Pfahl innerhalb des Zeltes, nimmt seinen Speer und zerreißt den teuren Perserteppich. Die Leute können nichts machen. Ein Muslim, der zu seinem Glauben steht. Das ist Krieg, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann fragt ihn Rustum, dieser mächtige Mann, wer seid ihr? Warum seid ihr gekommen? Was wollt ihr von uns? Und jetzt kommt der bewusste Muslim, der seine Religion verstanden hat. Nahnu qawmun ibta'afan Allah. Wir sind ein Volk, welches Allah entsandt hat und geschickt hat. Von Allah kommen wir. Mit der Botschaft Allahs kommen wir zu euch. لِكَيْ نُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. Damit wir die Menschen vom Dienst an den Menschen zum Dienst zum Herrn der Menschen führen, also zu Allah Ta'ala. وَمِنْ جَوْرِ الْعَدِيَانِ. Und von der Ungerechtigkeit der Religionen إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ, zur Gerechtigkeit des Islams. وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا. Und von der Enge des Diesseits إِلَى سَاعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, zur Weite des Diesseits und des Jenseits. Allahu Akbar. Wie erreicht man aber dieses Bewusstsein? Wie schafft man es, so selbstbewusst zu sein, dass man überall, egal wo man sich befindet, ob an der Uni, an der Schule, auf Arbeit, auf der Straße, wenn man auf Reise ist, sich immer zu seinem Glauben bekennt? Dies erreicht man nur, meine lieben Geschwister im Islam, wenn man sich mit seinem Glauben auseinandergesetzt hat. Wenn man sich nützliches Wissen angeeignet hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, طلب العلم فريضة على كل مسلم. Das Streben nach Wissen ist eine Verpflichtung für jeden Muslim. Und in diesem Hadith, auch wenn erst einmal das gesamte Wissen gemeint ist, sind aber unter anderem die Grundlagen des Glaubens gemeint. Nicht jeder Muslim muss ein Gelehrter sein. Nicht jeder Muslim muss Professor werden in der Scharia oder im Fiqh oder in der Aqidah. Das ist nicht die Aufgabe eines jeden Muslims. Wer soll dann die handwerklichen Tätigkeiten übernehmen in einer Gesellschaft? Das funktioniert nicht. Worauf kommt es aber an? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er will uns sagen, lernt eure Religion und beschäftigt euch mit eurer Religion. Die Sahabe radwanullahi alaihim, gerade die jungen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sie haben diese Botschaft verstanden. Und deswegen haben sie sich besonders angestrengt. Und deswegen waren auch gerade die jungen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die Gelehrten unter den Gefährten. Gerade sie, Abdullah ibn Abbas. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, er hat für ihn Dua gemacht. Allahumma faqidhu fi dini wa allimhu ta'wil. O Allah, gib ihm Wissen und Verständnis in der Religion. Und lass ihn den Koran richtig verstehen. Aber hat er sich dieses Wissen einfach so, ist es vom Himmel auf ihn herabgefallen?
Nein, er hat danach gestrebt, er hat sich angestrengt. Er selbst sagt über sich, dass er zu den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam während der Mittagszeit gegangen ist. Um sie nicht zu stören, hat er sich vor ihr Haus gelegt, bis sie hinausgekommen sind. Allahu Akbar. Er strebt nach Wissen, er strengt sich an. Dann Zayd ibn Thabit. Er strebt nach Wissen. Er ist derjenige, der immer wieder mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam den Koran lernt. Bis er der Letzte unter den Gefährten ist, der dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam den Koran vollständig vorliest. Mu'az ibn Jabal, der Gefährte, der das meiste Wissen über Al-Halal und Al-Haram hatte. Aisha radiallahu anha, die immer wieder den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt hat und somit zu den Gelehrtinnen unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört hat. Allahu Akbar. Das ist es, was wir brauchen. Und mit Wissen meine ich nicht dieses Halbwissen, was wir im Internet bekommen. Mit Wissen meine ich nützliches Wissen, richtiges Wissen. Und dieses richtige Wissen, das erlerne ich nur, wenn ich auch an die Orte gehe, wo dieses Wissen vermittelt wird. Wo die Rechtleitung Allahs in richtiger Art und Weise übermittelt wird. Und zwar in der Moschee. Wenn ich zu den Gelehrten gehe. Bereit bin, nicht nur zum Freitagsgebet zu kommen. Wir haben viele Jugendliche, die lassen sich nur zum Freitagsgebet in der Moschee bringen. Das reicht nicht aus. Das Freitagsgebet ist dazu da, mich ermahnen zu lassen. Aber wann nehme ich mir die Zeit, wirklich meine Religion zu lernen? Wirklich meine Religion zu verstehen? Der erste Vers, der auf unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam herabkommt, ist was? Iqara, lies, nicht salli, bete. Nicht zakki, gib die Zakat. Nicht sum, faste, sondern irqa, verstehe deine Religion. Fa'lam innahu la ilaha illa. Wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wie soll ich es wissen, wenn ich mich damit überhaupt nicht beschäftige und auseinandersetze? Und unser Problem heutzutage ist, dass die meisten nur noch zu Sheikh Google oder Imam YouTube gehen und dort ihr Wissen lernen. Wir haben gerade, subhanallah, ein Seminar hier in Frankfurt. Ein Seminar mit einem großen Gelehrten, Sheikh Ayman Sweet, der uns Sahih Muslim vorliest und eine Ijaze gibt. Und da merkt man erst, wie wichtig es ist, dass man sein Wissen nicht nur aus den Büchern nimmt, sondern dass man sein Wissen wirklich von den Gelehrten erhält. Wir sind ungefähr 40 bis 50 Imame, welche bei dem Sheikh sitzen und lernen. Obwohl sie studiert haben, trotzdem lernen wir. Und wir merken immer wieder, wenn man das Wissen nur aus Büchern nimmt, versteht man es nicht richtig. Weil das Wissen, liebe Geschwister im Islam, ist nicht nur einfach Informationen zu haben, sondern das Wissen, liebe Geschwister im Islam, ist, dass ich es verinnerliche. Und deswegen, wie es die Sahabe gesagt haben, ta'alamna al-Iman qabla al-Qur'an. Wir haben den Iman gelernt vor dem Qur'an. Und diesen Iman, den erlernen wir von den Gelehrten. Viele Jugendliche, welche sich nur das Wissen über das Internet aneignen, man sieht, wie hart sie sind. Man sieht, was sie für komische Ansichten haben. Wir machen Takfir. Andere schlimme Dinge. Man fragt sich, woher haben sie das? Wo ist ihr Charakter? All dies fehlt. Warum? Weil sie nicht bereit gewesen sind, in die Moschee zu kommen und dort das Wissen zu lernen. Abu Hanifa, der große Imam, er hat insgesamt 18 Jahre lang bei seinem Lehrer Sulaiman ibn Abi Hammad gelernt. 18 Jahre lang. Obwohl er schon nach kurzer Zeit glaubte, dass er jetzt ausreichend Wissen hat, um Fatwa zu geben. Und er kommt eines Tages in die Moschee, um jetzt mit der Absicht seine eigene Sitzung aufzumachen. Und dann sieht er seinen Gelehrten dort sitzen und schämt sich und setzt sich wieder in die Reihe rein. Und subhanallah, kurze Zeit später muss sein Lehrer für 2 Monate verreisen. Und er sagt zu ihm, du kannst jetzt meine Sitzung übernehmen. Und dann in dieser Zeit kommen 60 neue Fragen in der Religion. 60 neue Fragen. Und er gibt jeweils die Antwort und schreibt die Antworten und Fragen auf, die er gegeben hat. Und dann kommt sein Lehrer zurück. Sein Lehrer gibt ihm in 40 Antworten Recht und in 20 Antworten gibt er ihm Unrecht. Und dann schwört er bei Allah, ich werde nicht eher diese Sitzung verlassen, bis entweder ich sterbe oder er stirbt. Guck mal, man lernt bei den Gelehrten. Imam al-Shafi'i, mit 21 Jahren ist er noch in Mekka.
Und er hat schon eine Ijazah mit 15 Jahren bekommen von seinem Lehrer, Ata ibn Abi Rabah, dass er Fatwa geben kann. Aber er geht noch einmal mit 21 Jahren nach Medina, um bei seinem Lehrer Imam Malik 9 Jahre noch einmal zu studieren. Wer von uns ist bereit, diesen Weg zu beschreiten? Deswegen, wenn wir unsere Religion wirklich verstehen möchten, wenn wir wirklich etwas tun möchten und bewusst unseren Glauben praktizieren möchten, dann müssen wir bereit sein, an die Orte zu gehen, wo das Wissen gelehrt wird. Dann, meine lieben Geschwister im Islam, nachdem ich meinen Glauben bewusst verinnerlicht habe, mir nötiges Wissen angeeignet habe, kommt jetzt der nächste Schritt. Nämlich, ich muss jetzt bereit sein, mich aufzuopfern für den Islam. Mich einzusetzen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist es, was die Sahabe gemacht haben, gerade die Jungen. Gerade die Jugendlichen unter ihnen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer wieder gepusht und gefördert hat. Muaz Mus'ab ibn Umayr, wie alt ist er gewesen, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn zum ersten Boten und Botschafter des Islams gemacht hat in Medina? Er war vielleicht gerade einmal 18 oder 17 Jahre alt gewesen. Und was macht er? Er schafft das innerhalb von einem Jahr, dafür zu sorgen, dass es keine einzige Familie in Medina gibt und kein Haus gibt, in dem nicht über den Islam gesprochen wird. Esma bint Abi Bakr. Wir nehmen immer ein Beispiel vor den Männern und vor den Frauen. Nicht, dass die Frauen sagen, ja, immer nur die Männer. Nein, auch die Frauen genauso. Esma bint Abi Bakr al-Siddiq. Ihr Vater, Abu Bakr, er macht Hijra mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er lässt seine Familie zurück. Esma ist zu diesem Zeitpunkt noch ein junges Mädchen. Eine junge Frau, vielleicht gerade die Pubertät erreicht. Aber der Vater hat nichts zurückgelassen. Und jetzt kommt der Großvater von ihr, Ibn Abi Quhafa. Und er kommt und er fragt, was hat euch euer Vater zurückgelassen? Und er ist nicht Muslim. Und sie sagt, Alhamdulillah genügt, obwohl er nichts zurückgelassen hat. Und Ibn Abi Quhafa ist blind gewesen. Und sie holt einen kleinen Sack, macht in diesen Sack Steinchen rein, und sagt zu ihm, hier, Großvater, das hat er uns zurückgelassen. Er sagt, Marsha, wenn das so ist, da hat er euch wirklich viel zurückgelassen. Aufopferungsbereitschaft. Ich muss bereit sein, etwas zu tun. Ich muss bereit sein, mich einzusetzen für meine Religion. Da'wah zu machen. Diese Botschaft auch weiter zu tragen. Danach wird mich Allah Ta'ala am jüngsten Tag befragen. Und ich sage euch, meine lieben Geschwister im Islam, wenn wir alle hier, die hier sitzen, gerade die Jugendlichen unter uns, unsere Botschaft ernst nehmen und auch bereit sind, uns einzusetzen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird sich etwas verändern. Es ist traurig, dass wir immer nur in der Moschee einige wenige Jugendlichen sehen, welche bereit sind, wirklich etwas zu geben. Welche bereit sind, aufzuopfern. Aber was sein muss, ist, dass alle Jugendlichen ohne Ausnahme schauen, wo ist meine Aufgabe, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit die Arbeit in dieser Moschee weitergeht? Was kann ich tun, damit wir uns noch besser entwickeln? Damit noch mehr Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala finden? Ich muss meinen Platz finden. Das heißt nicht, dass jeder einen Vortrag halten muss. Nein, finde deinen Platz so, dort, wo du gut drin bist. Kullum muyassarun lima khuliqa lah. Jedem wird das erleichtert, wozu Allah subhanahu wa ta'ala ihn erschaffen hat. Der eine ist gut im IT-Bereich, wir brauchen Leute in diesem Bereich. Der andere ist ein guter Redner, wir brauchen Leute als Redner. Der dritte hat eine Gabe, dass er gut schreiben kann, wir brauchen Leute, die schreiben können. Der vierte ist ein guter Übersetzer, wir brauchen Übersetzer. Und so weiter und so fort. Mach das, was du kannst. Und sei dir sicher, wenn du das tust, dann wird Allah Ta'ala dich lieben. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit sein sollte. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gab es eine Frau, welche die Moschee sauber gemacht hat. Eine Frau, deren Name nicht bekannt ist. Unbekannte Frau, sie wird nicht erwähnt. Sie war krank geworden und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, wenn sie sterben sollte, gebt mir Bescheid. Und dann starb sie wirklich in der Nacht. Und die Sahabe, sie schämten sich und sagten, lass uns lieber die Frau so bestatten, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht gestört werden soll. Und sie taten es. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und er hörte, es gab eine Janaza, eine Beerdigung. Warum habt ihr nicht Bescheid gegeben? Warum habt ihr mir nicht Bescheid gegeben? Weil nämlich mein Gebet für eine Person im Grab Licht für diese Person im Grab ist.
guck mal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam extra nach dieser Frau fragt. Weshalb? Weil sie bereit gewesen ist, eine Kleinigkeit zu tun für den Islam, die Moschee sauber zu machen. Wo ist dein Platz? Was hast du bisher für Aufgaben übernommen? Wir wollen viele Jugendliche sehen. Ein jeder von uns soll sich diese Frage stellen. Was habe ich bisher für Allah Ta'ala gegeben? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Die Rolle der Jugend in der deutschen Gesellschaft, meine lieben Geschwister, ist zu der wichtigen Aufgabe der Jugend in dieser Gesellschaft. Und das ist ebenfalls eine Aufgabe gerade der älteren Geschwister, dafür zu sorgen, dass wir uns unter die Gesellschaft mischen und uns nicht von der Gesellschaft isolieren. Es gibt viele Geschwister, welche anfangen, den Islam neu zu praktizieren und sich dann zurückziehen. Sie haben studiert, brechen ihr Studium ab, weil sie jetzt angefangen haben, den Islam zu praktizieren. Komisch, oder? Merkwürdig. Sie waren freundlich gewesen gegenüber den Menschen, nachdem sie Muslime geworden sind oder angefangen haben zu praktizieren, sind sie unhöflich geworden. Ja? Und deshalb, liebe Geschwister im Islam, unsere Aufgabe ist es, wenn wir wirklich den Islam verbreiten möchten, wenn wir wirklich ein Vorbild sein möchten für die Menschen in dieser Gesellschaft, ist es unsere Aufgabe, uns unter die Menschen zu mischen. Wir müssen erfolgreich sein. In beiden Bereichen. Im Bereich der Religion und im Bereich des Weltlichen. Es kann nicht sein, dass ich als praktizierender Muslim auf den Kosten der anderen lebe. Als junger Mann, ich bin stark und kräftig, kann arbeiten gehen, aber ich gehe lieber zum Jobcenter und lasse mich vom Jobcenter ernähren. Was ist das? Was ist dein Ziel im Leben? Ja, ich möchte Da'ir werden. Ja, wie verdienst du dein Geld? Vom Jobcenter. Was ist das für eine Einstellung? Kann nicht funktionieren. Wir brauchen eine Jugend, welche verstanden hat, um was es geht. Wir brauchen eine Jugend, wie es Allah Ta'ala im Koran gesagt hat über die Propheten, dass sie nämlich die Brüder und Geschwister ihrer Völker sind. Was macht ein Bruder? Was tut er? Er mischt sich unter die Menschen. Er guckt, was die Menschen benötigen. Er versteht die Menschen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte genau diese Einstellung. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Al-Mu'min, alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum. Der Mu'min, welcher sich unter die Menschen mischt und dann geduldig ihren Schaden erträgt, a'zamu ajran 'inda Allah. Er hält einen höheren Lohn bei Allah, min al-Mu'min, alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Als der Moment, der nicht bereit ist, sich unter die Menschen zu mischen und nicht ihren Schaden mit Geduld erträgt oder nicht bereit ist, ihren Schaden mit Geduld zu ertragen. Wir brauchen diese richtige Einstellung gegenüber der Gesellschaft, in der wir leben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns diese Einstellung beigebracht. Das ist wichtig, gerade für diese neue Generation, die hier aufgewachsen ist. Weil es gibt diese Tendenz, die Jugendlichen zu isolieren, zu sagen, nein, ihr gehört nicht hierher. Zum Wala und Bara gehört diese Loyalität, dieses Lossagen, dass ich mich auch von diesen allen Kuffar in dieser Gesellschaft lossage. Manche denken so. Ist leider so. Sehr verbreitet, gerade unter manchen neu praktizierenden Jugendlichen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei der Schlacht von Uhud verletzt wurde, war er traurig gewesen. Und er sagte, Käfe yuflihu qawm. Wie soll ein Volk erfolgreich sein, welches das Gesicht ihres Propheten verletzt hat? Und dann kurze Zeit später sagte er, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. O Allah, vergib meinem Volk, weil sie wissen es nicht. At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi. Er nimmt den Islam an. Eine lange Geschichte, wie sie Ibn Ishaq überliefert in seiner Sira. Und dann fängt er an, den Islam zu predigen in seinem Volk. Kommt zurück, hat aber nicht viel Erfolg, nur wenige haben den Islam angenommen.
Und dann sagt er zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam: Ja Rasulallah, ud'u alayhim. O Gesandter Allahs, mach Dua gegen sie, dass Allah sie vernichtet. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Sagt er, ja, ich mache es? Nein. Allahumma hdi dawsa. O Allah, leite die Daus recht. Ja? Und dann sagt er zu ihnen: Geh zu ihnen und lade sie zum Islam ein. Und jetzt kommt es: Warfuq bihim. Ja? Und sei sanftmütig ihnen gegenüber. Mische dich unter sie. Schotte dich nicht ab, sondern sei sanftmütig und mache Da'wah mit ihnen durch deinen guten Charakter. Durch dein vorbildliches Verhalten. Dadurch, dass du den Islam nicht nur mit Worten predigst, sondern in erster Linie durch deine Taten. Wir wollen Jugendliche hier in dieser Gesellschaft, auf welche die anderen Jugendlichen aufschauen können. Wallahi, eine Frau in Berlin bei uns, sie kam mit ihrem, eine nicht-muslimische Frau, sie kam mit ihrem Sohn in die Kita und sie sagte: Ich möchte meinen Sohn hier anmelden. Sie ist nicht-Muslima. Und dann fragte sie: Ja, aber es ist eine muslimische Kita. Sie sagt: Ja, ich weiß. Aber ich möchte, dass mein Kind so wird wie die anderen muslimischen Jugendlichen und Kinder. Weil sie nämlich gesehen hat, wie vorbildlich sie handeln. Allahu Akbar. So etwas ist es, was wir möchten. Wir möchten Leute, die Vorbilder sind, welche sich unter die Menschen mischen, welche da sind, welche erfolgreich sind im diesseitigen Leben, aber auch in ihrer Religion und somit zu den besten Duat werden, welche Allah subhanahu wa ta'ala für oder welche, was Allah ta'ala ohnehin für uns vorgesehen hat. Ich sehe, dass die Zeit, liebe Geschwister Islam, vorüber ist und möchte euch noch am Ende der Khutbah insha'Allah ta'ala dazu aufrufen, unsere Schwestern, wie es mir gesagt wurde, zu unterstützen, welche eine Art Cake Day heute haben, womit sie Geld sammeln möchten, verkaufen Kuchen und damit Geld zu sammeln für wohltätige Zwecke. Und genau das ist es, worüber wir heute gesprochen haben. Einsatz zeigen. Einsatz zeigen für egal was für Zwecke, Hauptsache Wohltätigkeitszwecke. Wir sind da für euch. Und deswegen, insha'Allah ta'ala, bitten wir euch, dies zu unterstützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Religion richtig verstehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Jugend recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Jugend zu einer vorbildlichen Jugend machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die höchsten Stufen des Paradieses betreten lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Hölle bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am jüngsten Tag im Schatten, in seinem Schatten stehen lassen, an jenem Tage, an dem es keinen anderen Schatten geben wird als seinen Schatten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am jüngsten Tag in der Nähe unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam stehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am jüngsten Tag aus dem Becken des Propheten sallallahu alaihi wa sallam trinken lassen und daraus einen Schluck nehmen, sodass wir nie wieder danach dürsten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen guten Charakter geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Vorbildern für die Menschen in dieser Gesellschaft machen. Möge Allah ta'ala uns zu einem Leuchtturm für die Menschen in dieser Gesellschaft machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Geschwister, welche für diese Moschee verantwortlich sind und welche sich aufopfern, dass diese Moschee ihre Aufgabe erfüllt, eine Moschee der Da'wah zu sein und diese Botschaft des Islams zu übermitteln und zu verkünden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Geschwister für ihre Arbeit belohnen und ihnen immer den richtigen Weg aufzeigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala an der Seite unserer Geschwister in Syrien unsere Geschwister in Syrien unterstützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dem Unrecht dort endlich ein Ende setzen. Möge Allah ta'ala an der Seite unserer Geschwister in Myanmar stehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala an der Seite unserer Geschwister in Palästina stehen und überall dort, wo Menschen unterdrückt werden. Amin, 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 meine lieben Geschwister im Islam. Jetzt könnt ihr insha'Allah ta'ala auch spenden für diese Moschee. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch dafür belohnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch dadurch die höchsten Stufen im Paradies geben und eure Spende auch annehmen.